Ich hoffe, das heutige Video ist für den einen oder anderen auch interessant. Ich habe da jetzt keine bestimmte Reihenfolge oder so. Das sind auch meine aktuellen Dekostücke, also jetzt halt nichts Weihnachtliches oder irgendwas Bestimmtes, sondern das, was ich eigentlich so meistens stehen habe. Und ja, ich glaube, damit kann man wirklich einige coole Geräusche machen. Deswegen wollte ich das heute gerne mal ausprobieren. Und wir beginnen auch mal direkt mit dem ersten und mit dem kleinsten. Ihr habt das, glaube ich, auch schon ein oder zweimal im Videos gesehen. Das hört sich auch wirklich... Ich finde, es hört sich richtig gut an. Und ja, das habe ich mir mal bei... Wie heißt diese Seite, wo man sich das anfertigen lassen kann? Aber jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen mit. Ihr wisst aber bestimmt, was ich meine. Und das ist einfach so ein 3D-Drucker. Also das ist mit dem 3D-Drucker gemacht. So ein Schild halt einfach relaxed. Da konnte man auch ganz viel anderes auswählen. Aber ich wollte halt genau das, weil ich es halt natürlich cool fand, ne? Und ja. Ich liebe es. Das steht auch wirklich das ganze Jahr bei mir. Das hat auch einen ganz besonderen Platz und es hört sich so gut an. Das steht auf meinem Fake-Buch, sag ich mal. Das zeige ich euch auch gleich. Und ja, darauf sieht es auch echt richtig gut aus. Ich habe mir auf der Seite, ich komme jetzt wirklich nicht auf den Namen, das gibt es da nicht, auch ganz viele andere Dekostücke erstellen lassen. Heißt also individuell mit Namen oder Blumensträuße, Blumenstrauß, den ich mir selbst zusammengestellt habe, je nachdem. Falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, das ist mein Hund, der dappelt hier durchs Zimmer und ja, man kann das immer so schön hören. Auf jeden Fall sehr gerne.
Es gab auch ganz viele verschiedene noch davon. Ich fand das irgendwie so cool, aber ich fand halt Inia am coolsten. Deswegen musste es er werden. Und ja, das steht halt auch bei mir hier im Zimmer. Und ich liebe das. Das war ein bisschen teurer, das war nicht ganz so günstig, aber es ging auch noch alles gut. Und ja, da war ich happy drüber, auch von vornherein. Ich fand das eigentlich von vornherein echt cool. Generell hat das irgendwie was Besonderes, wenn man sowas da stehen hat, oder? Sehe das nur ich so. Ich mag das, ehrlich. Ich mag das so gerne. Ist auch eigentlich echt stabil. Also ich glaube, so leicht geht das jetzt nicht kaputt, falls es mal runterfallen sollte. Ich habe ja also keine Katze oder so, dass da irgendwie was von oben von meinem Schrank runterfallen könnte. Also ich habe schon zwei Katzen, aber die leben bei uns im Pferdestall und jetzt nicht hier bei mir zu Hause drin, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, heute mal wieder super viele Hintergrundgeräusche, weil heute ist, ich glaube, Samstag, ja. Ich drehe eigentlich immer gerne samstags, aber da ist halt auch bei uns im Dorf immer super viel los, weil man hier so schön im Wald spazieren kann und deshalb kommen immer auch sehr, sehr viele Wanderer. So viel her, ehrlich, wenn ihr die so da neben dem